Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Sonnenschein, blauer Himmel, das verschneite Bayern im Februar 2021. Eigentlich ist es ein traumhaft schönes Bild, das unsere Heimat dieser Tage bietet. Wenn da nur nicht die gefühlte endlose Corona-Pandemie wäre und die vielen Sorgen und Nöte von Kindern, Eltern, Selbstständigen, Gastronomen und den Einzelhandeln. Doch es gibt auch Hoffnung. Seit dem 13. Januar sehen wir deutschlandweit sinkende Inzidenzen und seit den Beschlüssen unserer Bayern-Koalition von Donnerstag ist wieder Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Wir haben hart verhandelt und für euch ganz konkrete Erleichterungen erreicht. So entfällt etwa für 90% aller Menschen in Bayern bereits ab Montag die nächtliche Ausgangssperre. Schon eine Woche später, am 22. Februar, gehen die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb, eine riesige Entlastung für alle Eltern. Immer vorausgesetzt, dass die 7-Tage-Inzidenz im betreffenden Landkreis unter 100 liegt. Und genau das gilt auch für Grund- und Förderschulen, Abschlussklassen an weiterführenden Schulen und Berufsschulen. Unter der Inzidenz von 100 Wechselunterricht, über 100 Distanzunterricht. Am 22. Februar dürfen auch die von der Pandemie besonders hart getroffenen Fahrschulen in Bayern wieder öffnen. Ebenfalls ein wichtiges Anliegen unserer Freien Wähler-Fraktion. Dann können viele junge Leute endlich ihren Führerschein machen. Gerade im ländlichen Raum ist das sehr wichtig, um beispielsweise zur Ausbildungsstelle zu kommen. Und ab dem 1. März öffnen in Bayern die Friseure. Ein Dauer-Shutdown mit Dauerwelle, wenn ihr so wollt. Ich weiß, dass graue Haaransätze im Frühjahr wieder gut geschnitten und gefärbt aussehen werden, reicht als Lockerungsmaßnahmen selbstverständlich nicht aus. Ich will auch gar nicht verhehlen, dass wir mehr wollten, etwa Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der die Öffnung des Handels forderte. Doch es wird klar, dass Öffnungsperspektiven auch für weitere Branchen in greifbare Nähe rücken. Immer vorausgesetzt, dass die Infektionszahlen weiter sinken und uns Virusmutationen keinen Strich durch die Rechnung machen. Wie schnell ein solcher Erfolg verloren gehen kann, zeigen uns Beispiele unserer Nachbarländer. Die britische Mutation hat Tschechien im Griff, in Tirol wütet die südafrikanische. Deshalb sind Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen leider unumgänglich. Wir müssen verhindern, dass Pendler, Reisende oder Handwerker Virusmutationen nach Bayern bringen. Ein Anfang aber ist gemacht und wir tasten uns vorsichtig vor auf dem Weg raus aus der Pandemie. Dabei bleibt der Schutz unserer Gesundheit von größter Bedeutung, denn wir wollen nicht noch tausende Menschen mehr an das tückische Virus verlieren. Zuversicht und Zusammenhalt müssen auch in den nächsten Wochen unser verlässlicher Kompass bleiben, um die furchtbare Katastrophe nachhaltig zu überwinden. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.